damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playergeldern. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch mit Hipster anzusprechen. Tut mir leid, Hipsters. Meine Playergeldern und Hipsters da draußen. Ja, in der heutigen Folge hatte ich eigentlich vor, Clan-Kriegsangriffe zu machen. Ich meine, ja, ist immer eine nette Abwechslung zwischendurch. Kommt doch relativ gut an. Und wie man noch sieht, ist hier meine Bestrafungsbase mit der Challenge mit Fleo Neo. Ja, One-Click habe ich ja verloren. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, schaut mal vorbei. War ein lustiges Video auf jeden Fall. Und ich würde auch mal sagen, wir schauen mal ganz kurz in den Clan-Krieg rein. Bis jetzt sieht es eigentlich relativ nice aus. 16 Sterne, 10 Angriffe. Naja. Vorhin sah es auf jeden Fall besser aus, aber naja, es geht ja, ne? Und der Gegner hat halt 5 Sterne und 5 Angriffe. Das sieht auf jeden Fall... Saccharinos, ich wollte die 2 nehmen. Hey. Ja, egal. Machen wir die 4. Ja, wir können uns ja mal den höchsten Fight anschauen. Der ist vom Master of Heaven. 64.000 von beidem. Was hat er als erstes hier gemacht? Er hat einen Riesen die Clanburg rausgelockt. Hat doch relativ gut geklappt. Wie sie so aussieht. Ja, jetzt hat er alles auf eine Stelle gesetzt. Was ich nicht empfehlen würde, wenn Drache in der Clanburg ist. Denn der macht ja mit seinem Feuerspeiner Flächenschaden. Und Flächenschaden ist fatal. Also, ja, also... Flächenschaden bei Bogis, da musst du immer mehr setzen. Dann vergeht total viel Zeit, man hat weniger Bogis für den Angriff. Naja, lebenswichtig sind die jetzt nicht bei Go Wipe, aber es geht ums Prinzip, würde ich sagen. Dann die Golems, hier hat er schön vorgeschickt, der Heilzauber saß perfekt. Ich bin nicht so der Fan bei Go Wipe mit Heilzaubern, aber wenn es ihm passt, ist auch relativ in Ordnung. Denn ich finde eigentlich, die Truppen haben sehr viele Life Points, bis halt die Magier und so. Ja, und so. Eigentlich nur die Magier. Die haben wenig Life Points, aber die Packers und die Golems, die haben total viele Life Points. Deswegen finde ich, ehrlich gesagt, die Heilzauber ein bisschen unnötig, aber ist jedem selbst überlassen, wie er das Spiel spielt. Ist nur meine Meinung, aber meine Meinung interessiert ja keinen. So, 2 Sterne sind es geworden. Wir machen mal vierfache Geschwindigkeit. Ja, hier brödelt nur noch ein bisschen der Packer rum und das war's dann auch schon. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt angreifen. Die Nummer 4 und schauen, was da so geht. Wir können uns mal die Verteidigung anschauen, um zu sehen, was in der Clanburg drin ist. 2 Golems. Die Clanburg hat er nicht rausgesetzt. Aber es heißt, es ist schön. No risk, no fun. Oh, Hexe. Eine Hexe, Bogenschützen. 2 Hexen. Ah. Deine Mutter hat auch 2 Hexen, ey. Alter, wie soll ich das denn jetzt anstellen? Egal. Hashtag YOLO. Angriff. So, von welcher Seite? Ich würde sagen, wir greifen von oben an. 3 Sterne weiß ich nicht, da der Barbarenkönig fehlt. Wir hoffen mal das Beste. Yo. Da oben werden wir alles hinlocken. Wir setzen jetzt einen Riesen dahin und versuchen. Ja, die Hexen kommen jetzt schön raus. Ah, sehr viel Zeit geht jetzt damit verloren, dass die Hexen hier rüber joinen. Und zwischendurch können die dann noch ein paar Skelette produzieren. Naja, der eine Bogenschütze ist nicht ganz gefährlich, aber die 1000 Skelette, die können uns noch einen Strich durch die Rechnung machen. Alter, das ist immer so scheiße, wenn da so eine Hexe drin ist. Boah, ist mir jetzt egal. Ich meine jetzt den Hauptangriff. Ach, ich bin so ein Spast. Ich habe jetzt auch noch vergessen, Clanburg anzufordern. Ach. Hoffen wir mal, dass 2 Sterne drin sind. Alter, wieso leben die denn immer noch? Oh, jetzt habe ich direkt noch einen Fehler gemacht. Verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Viele Magier sind schon draufgegangen, da die Golems nicht pornös gelaufen sind. Also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir setzen hier einfach mal einen Jumpspell rüber. Der saß eigentlich relativ nice, der Jumpspell. Und ich habe den Jumpspell ja jetzt auf Level 2. Hat auch Vorteile für Clankriege. Dann haben wir mehr Zeit mit dem Jumpspell. Jetzt... Von 20 auf 40 Sekunden, also 40 Sekunden geht der Jumpspell jetzt auf Level 2. Ja, danach habe ich jetzt in dem Labor den Blitzzauber geupgradet. Ja, weil ich nicht mehr so viel machen kann mit Elixier. Jetzt hier einfach noch Wundzauber des Haratos ist gefallen. 2 Sterne sind hier drin, 3 Sterne weiß ich nicht ganz genau mehr. Barbarenkönig ist ja im Ausbau auf Level 12. Ja, und der Barbarenkönig tankt ja schon einiges und Damage macht er auch noch. Also, ja, jetzt ist das Problem... Da war gerade eine Riesenbombe und... Ah. Wir zünden mal die Königin.
Ja, die Königin will wie eine Mauerbrecher sein. Traumberuf Mauerbrecher ist für die Helden ja anscheinend relativ nice. Ah. Leider nur 2 Sterne. Clemens, wenn du das Video sehen solltest, es tut mir wirklich leid, aber mehr war ja nicht drin, ohne über Bahnkönig. Und dann habe ich noch einen Fehler gemacht. Ich habe die Klarenburg vergessen. Ja, wir können ja auch quitten. Aber 2 Sterne? Eigentlich müssten wir den Clankrieg eigentlich gewinnen. Das feindliche Team 13 gewonnene Clankriege, okay. Der erste ist Level 108 und ich habe bei dem 2 Sterne geholt und beim vierten auch 2 Sterne. Ich habe bei dem vierten nicht so viel Prozent geholt wie bei dem ersten. What the fuck? Okay, ich kann es mir nicht erklären. Und ich würde auch mal sagen, wir joinen kurz ins zweite Dorf rüber und werden da auch einen Angriff starten. Ich habe bei der Base ein etwas unwohles Gefühl dabei, aber wir werden es einfach mal probieren. Mein Clan ist gerade irgendwie nicht online gewesen und ja, keiner konnte mir eine Klamburg geben, aber ist ja nicht schlimm, wir werden es trotzdem versuchen. Komm, komm, kommt raus, meine kleinen Clanburg-Trüppchen. Kommt raus. Kommt raus. Ja, noch eine Skelettfalle ausgelöst. Okay. Jetzt müssen wir den Drachen rausnocken. So, ich habe mich entschieden, von hier oben anzugreifen, da die Luftabwehr, wie man hier sieht, nur auf Level 3 ist und einige Außengebäude werden wir zerstören, damit die Drachen sich dazu entscheiden, nach innen zu fliegen. Oh, ich hoffe, die entscheiden sich jetzt auch wirklich mal nach innen zu fliegen. Wäre hilfreich, wenn die das tun. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Komm, noch ein paar Gebäude kaputt machen. Kriegen die Zauber? Ja, nice one. Nice one. Wirklich nice. So, ich glaube, wir können jetzt setzen. Und bitte, oh, fliegt doch in die Mitte, ihr Spasten, ey. Boah, nee. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe jetzt, boah, die Hälfte fliegt jetzt nach außen. Entscheidet euch wenigstens nach innen. Komm, ja. 2 Sterne müssen hier drin sein. 2 Sterne. Für den Clan. Für den Clan. Ach ja, im Übrigen. Och, verfickende Hühner, Alter. Was war das denn? Oh nein. Oh, macht putt, macht putt, macht putt. Oh. Macht kaputt, macht's doch kaputt. Oh, wieso fliegen denn? Oh. Wenn wir jetzt Glück haben, wenn wir ganz viel. Ach, wir haben natürlich kein Glück, war ja klar. 50% sind hier 100% nicht drin, aber 2 Sterne. Ach, wieso fliegt ihr denn immer außen rum? Das ist so eine Hurenscheiße mit den Drachen. Ey, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt solche Wörter verwende, aber wenn man diese KI von diesen Drachen sieht, denkt man sich auch nur, was ist bei denen schiefgelaufen? Ja, wir setzen jetzt trotzdem den. Moment mal. Barbarenkönig, tu mir einen Gefallen und hau jetzt das Rathaus kaputt. Wir haben sogar noch einen Wutzauber. Mit ganz viel Glück wird das jetzt sogar noch was. Du bist auf Level 4. Ah, oh, nein. Der wird auch nicht zum Rathaus laufen. Wird er nicht. Der wird noch kaum die Mauer kaputt bekommen. Leider keine 2 Sterne. Nur ein Stern. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, wir können aufgeben. Für die Statistik tut es ja gut, ein paar Prozente zu holen, aber komm. So stark ausschlaggebend ist das jetzt nicht. Wir können uns trotzdem mal. Okay, die haben gefailt da unten. Ja, und jeweils 0%. Das gucken wir uns an. Alter, ich glaube, das gab Schläge bei dem Führer des Clans. Jo. Alter, wie hat der denn angegriffen? Das war ja sogar ein ernster Angriff, oder nicht? Okay. Naja, kann ja nicht unser Problem sein. Wir haben Glück gehabt, dass zweimal gefailt wurde. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. 19 Sterne ist aber ganz schön mager, aber egal. Ja, der Level 2 Drache kommt ein bisschen zu spät, Spider, aber macht ja nichts. Jo, wir können noch ein bisschen was zur Entwicklung des Dorfes sagen. Was hat sich so in meinem Dorf getan? Wir können uns ja mal anschauen. Verteidigungsgebäude, alle Max, wie ich schon in den letzten Videos gesagt habe. Ich muss nur noch die Mauern upgraden. Mauern. Mäßig, also 132 sind auf Level 7, 43 auf Level 6, fehlt nicht mehr viel. Ja, ich habe mir ja vorgenommen, solange noch das Loot-Turnier da ist, noch auf Rathaus Level 7 da zu bleiben, da der leckere Loot noch da ist. Ja, im Labor können wir auch nur noch die Schweinereiter upgraden, aber ich will erstmal den Barbarenkönig auf 5 upgraden und dann können wir die Schweinereiter machen. Ich habe sogar noch vorhin meine Zauberspruchfabrik geboostet, weil ich keinen Bock mehr hatte, auf die Wutzauber zu warten. Aber naja, jo.
Das war es dann so mit den Fortschritten meines zweiten Accounts. Im Übrigen, jetzt noch eine wichtige Ankündigung. Und zwar gibt es ja jetzt den Clan, also die Community Clan Player Gather. Und ich bin da noch nicht drin. Ich werde ab und zu reinjoinen. Gather. Huh. Yo, Fly, schreib mir mal in die Kommentare, was mit dem Clan passiert ist. Auf jeden Fall, wir wollten einen Community Clan gründen. Wo ich ab und zu mal reinjoinen werde und mit euch CWs bestreiten werde. Ich habe mir jetzt vorgenommen, eigentlich in meinem jetzigen Clan zu bleiben, da ich relativ zufrieden bin, außer mit den Spenden. Ah, naja, ist auch schon in Ordnung. Yo, also ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet. Dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.